Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Teamprojekt zusammen mit Chris und jetzt sind wir noch beim Kalk. Moin. Na, weil ich gedacht habe, er schreibt nichts dabei. Hat er gerade in dem Moment, wo ich auf Fenster vom Discord geschaut habe, geschrieben. So. So, jetzt haben wir nur noch 6000 Liter Kalk da drin. Und haben noch eine ganze Bahn und die umgefangen, ne? Dann ist das Feld 16 fertig. Und dann können wir auf das Feld gehen, wo du gerade da mit deiner Lieblingsbeschäftigung dabei bist. Ich habe aber auch nicht mal viel Glück. Das sind zwei Bahnen. Natürlich mit dem Ball-Tool noch ein bisschen die Ecken ein bisschen verbessern. Und dann passt das. Ruckelt's. Also jetzt wird das selber gespeichert um das. Ja. Mich hat's nicht geholt. Aber gut, dass du mir auf die Idee bringst. Selber speichern. Das sollten wir vielleicht öfters mal machen. Mhm. Oh, finally. Fertig. Ich muss da noch bei mir die Kanten ausbessern und dann kann ich zu dir kommen. Wechseln kann man wahrscheinlich im nächsten Ding. Da können wir dann kein Problem mehr mit Unkraut haben. Hm. Ja, das Pflügen. Kann ich schon bei dir Kalk anfangen oder soll ich noch warten? Schon schon. Das Kamote ist ja damit da, der Ding gleich in der Nähe ist, der Kalk laden. Ja. Also dann ist Pflügen nicht so deine Lieblingsbeschäftigung, oder wie? Nee. Es gibt mehr Sachen, wo es nicht so unbedingt meine Lieblingsbeschäftigung sind. Das muss halt gemacht werden.
So. Ah, der Herr Kollege ist schneller wie. Ja, 2 PS mehr. Als ob der mehr PS hat. 2 PS mehr hat man. Ich hab 220 PS, hat der Klaas mehr. Bist du gegen unsere Silobahn gefahren? Na. Wobei kannst du das uns dann gerne aufstellen. Alles gut. Eieiei. Ist, obwohl wir eigentlich wirklich eine große Hofeinfahrt haben. Aber viel Platz haben wir da ja auch nicht, um neu zu kommen. Ich bin gerade überlegen, wo der Flug gestanden ist. Stimmt, der war ja nicht mit der Beinpresse gestanden. Ich glaube, bei mir ist wo es hin. Ah, jetzt geht's. Ja, jo, ein bisschen Nachschub beim Kalk brauche ich. Was zurückkommt, nicht voll machen. Mache ich komplett voll. Den werden wir eh noch mal brauchen, wahrscheinlich. Da geht eh einiges auf dann. Wenn wir gehäckselt haben oder so. Ich bin tatsächlich sogar am Überlegen, ob wir nicht sogar 2 Felder mit Hafer machen. Irgendwie jetzt die 15 mit Hafer machen. Boah. Und eventuell und davon, die 12. Ja gut, wir brauchen halt mehr und wenn wir zu viel haben, können wir es immer noch verkaufen. Und halt Weizen vielleicht nochmal ein Feld. Vielleicht die 20. Ja, dann kann man noch Weizen zählen überhaupt. Oh, das ist doch schon mal schön in Klaas. Dann möchte ich es wahrscheinlich noch mal brauchen zum Flügen. Du, ob die anderen beiden einen Steinesammler haben? War schon gar nicht. Naja, gut. Ihr Problem. Wenn sie wollen, dass ihre Maschinen schneller kaputt gehen. Ach, jo, die 2 Chaoten. Zum Mais könnten wahrscheinlich nächsten Tag sogar schon häckseln. Also nächste Aufnahme sicher. Machen wir mal, dass Guni da auch wieder dabei ist, weil da bräuchte man eigentlich schon 3 Mann dann. Ja, einer häckselt und 2 vorne.
im Notfall kann man auch Ding mal mit Helfer. Zugedüden könnten dann einen Tag später dann drankommen. Und hätten wir es tatsächlich sogar schon mit der Ernte. Hm. So, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da, schreibt einen netten Kommentar und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.